Gut, das würde ich auch mal sagen. Wir fahren nochmal mit dem RX-7. Aber nicht in der City. Oder sollen wir die City nochmal machen? Wir fahren mit dem RX-7 jetzt nochmal in Rusty Springs. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz den RX-7. Dass ihr den auch nochmal gesehen habt. In General. Lightweight, powerful and shapely. The RX-7 is a driver's car that's also a treat for the eyes. The world's only Wankel-powered sports car boasts 255 horsepower and a curb weight of just 2,850 pounds, making it the lightest of the group. This power-to-weight ratio generates forceful acceleration and an extremely nimble handling feel. The RX-7's cockpit wraps tightly around two occupants, with room under the rear hatch for just a weekend's worth of luggage. Huh? In diesem Zitronengelb finde ich den RX-7 richtig geil. Was mir auch an diesem Modell hier gefällt, in späteren Varianten, ja, sehen die ja nicht so aus. Da sehen die so ein bisschen schärfer, so ein bisschen grimmiger aus. Aber ich finde das hier, das sieht schon richtig geil aus. Hat ein bisschen, zwar ein bisschen was von einem MX-5, aber mir gefällt das. Außerdem auch die Klappscheinwerfer finde ich geil. Ich glaube, das letzte Modell vom RX-7 hat, glaube ich, keine Klappscheinwerfer mehr gehabt. Hat, glaube ich, sogar feststehende gehabt. Was ich auch bei japanischen Autos richtig seltsam finde, der Drehzahlmesser ist bei vielen japanischen Autos größer als die Geschwindigkeitsanzeige und mittig gelegen. Heißt das, dass die Japaner mehr auf Drehzahl als auf Geschwindigkeit gucken? Kann sein, weil ich finde das schon ein bisschen sehr seltsam. Aber auch irgendwie sehr interessant. Ja, im Übrigen, das Auto ist ein reiner Zweisitzer. Das sieht geil aus. Mir gefallen auch hier die Rücklichter hier. In diesem Schwarz hier. Die siehst du ja nicht gleich hier, die Lampen. Das sieht richtig geil aus. Obwohl er von hinten ein bisschen tiefer gehört. Ach, der liegt ja auch viel zu hoch. Er muss runter, der Karren. Was ist denn das für eine hässliche Lippe hier vorne? Ich hasse solche Lippen. Bah, sehen echt kacke aus. $37.000 hat er damals gekostet. Ach, gut. Wheel hop off the line hinders drag strip starts, but once underway, the RX-7 is explosively fast. The transition from primary to secondary turbo operation is hardly noticeable. Handling is extremely responsive, and with 0.94G of lateral grip and only slight body roll, the RX-7 is second only to the Viper in its race car-like feel. Stopping is equally impressive, with 11.6-inch rotors front and rear. Although this ABS-assisted sports car doesn't quite achieve the braking brilliance of the NSX or Porsche. Hat er gerade eben den RX-7 mit einer Viper verglichen? Das würde ich mich nicht trauen. Obwohl der RX-7 auch schon seine Vorzüge hat. 5,5 Sekunden braucht er von 0 auf 100. Und von 0 auf 150 braucht er knapp 15. Die Viertelmeile schafft er in 14 Sekunden. Okay. Getuned wird er wahrscheinlich noch ein bisschen schneller sein. Aber wenn ich mir dieses Heck hier angucke, das sieht so geil aus, dieses Heck. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja, dieses Heck habe ich mich verliebt. Aber das geht mal gar nicht. So dieses Rot. Also dann liegt der viel zu hoch und die Reifen sind viel zu weit im Radkasten drin. Wir müssen weiter raus, entweder mit einer Spurverbreiterung oder breitere Reifen drauf. Aber und der Heckspoiler, da gehört ein kleiner Spoiler drauf. Das Auto sieht so nackig aus ohne Heckspoiler. Aber trotzdem, schönes Auto. So, was haben wir? Mechanical. At the RX-7's heart is a two-rotor, 255 horsepower Wankel engine, fortified by a twin turbocharger system that transitions from primary to secondary turbo in about 4500 RPM. The RX-7's unit body is of steel, with an aluminum hood and minimized glass area for weight reduction. Further use of aluminum is found in the links of the RX-7's four-wheel independent suspension to lower unsprung weight for improved handling. Den kannst du auch auf 8000 Touren drehen. Ja, die Wankelmotoren sind sowieso so Drehzahlschweine. Die kannst du hochdrehen ohne Ende. Na gut, ohne Ende wäre es ein bisschen übertrieben, aber die sind schon sehr drehzahlfreudig. Obwohl viele, ich habe mich auch im Internet auch mal ein bisschen umgehört, dieser Wankelmotor-Typ,
Der ist ja eigentlich auch eine aussterbende Rasse, weil die brauchen Öl ohne Ende, habe ich mir mal so sagen lassen. Aber trotzdem, ich meine, was ein Kolben in 4 Zügen macht, macht so ein Wankelmotor in einer Umdrehung. Finde ich schon sehr geil. Es gibt ja auch noch einen 4-Rotorer. Und ich glaube, ne, 16-Rotorer gab es, glaube ich, nicht. Aber ein 4-Rotorer habe ich schon gesehen gehabt. Muss ich mir im Internet nochmal gucken. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch noch mehr. Es gibt auch bestimmt noch so ein paar Enthusiasten, die bauen bis zu 8 Rotoren oder so hintereinander, dass das Ding mal richtig Dampf hat. Und auch noch Turbo aufgeladen. Das Ding gibt es im Übrigen auch mit einem Single-Turbo. 8000 Touren. Erster Gang 41 Meilen. Boah. 168 macht der im fünften. Pff, Respekt. Ja, da ist der kleine Wankler drin. Dann geht er hier schön rüber und hat Heckantrieb. Ja, Frontmotor, Heckantrieb. Unit Steel. Er hat auch ABS. Was hat denn der? 225er vorne und 225er hinten. Ein heckgetriebenes Fahrzeug mit derselben Dimension an Reifen vorne wie hinten? Okay, ja. Das ist mir jetzt neu. Aber das sieht trotzdem geil aus. So, jetzt. Wir haben Performance, wir haben General, wir haben Mechanics. Gucken wir uns mal die History an. Mazda's introduction of the RX-7 in 1978 was thought by many to be the most significant new sports car since the Datsun 240Z. It was a high-quality, affordable sports car with good performance, reasonable fuel economy, exciting styling, and for a two-seater, generous interior room. It was also the only sports car sold in the North American market powered by a rotary engine. The RX-7's twin-rotor Wankel engine has remained essentially unchanged over the years, except for increases in power and the addition of turbochargers. The 1986 through 1992 cars received semi-trailing arm independent rear suspension and a body style criticized for looking too similar to a Porsche 944. However, a radical redesign was delivered by Mazda in 1993 with an entirely new chassis with the emphasis placed on lightweight and agile handling. Perhaps one of the most attractive cars on the road today, the new RX-7 is considered by many to be an affordable exotic without the penalties of temperament and price associated with other such cars. Ja, ich meine ja, das the second generation of the RX-7, also der Typ FC3S, so ist die Bezeichnung von dem Teil, den finde ich ja richtig geil. Mein Weiß wird er geil aussehen. Weil der hier hat nämlich noch so eine Lufthutze hier vorne drin, das hat der hier nämlich nicht. Und den mit der Lufthutze hier, second generation, den finde ich richtig geil. Den hätte ich, also den würde ich fahren. Bloß, die sind ja auch schon zum Teil total verbastelt und na, kriegst keinen gescheiten mehr. Im Übrigen, das was wir fahren, ist ein FD3S. Nur mal so nebenbei erwähnt. Die Typen bezeichnet. Los, gucken wir uns noch das Video an und dann fahren wir mal das nächste Rennen. Oder nochmal kurz das erste Rennen, was wir gefahren haben mit dem Supra, nochmal mit dem RX-7, dass ihr dann alle Autos gesehen habt. Mir fällt gerade auf, das was ich hier bei, ich glaube bei General oder Performance hier in dem Bild gezeigt habe. Moment, ich war zwar gleich General, aber nicht. Das hier ist keine Lippe, das ist ein Schatten. Der hat hier keine Lippe, das habe ich nämlich hier in dem Video gesehen. Entschuldigung, war mein Fehler. So, jetzt fahren wir mal das erste Rennen. Mal wieder mit dem RX-7. Guck mal, wie der sich so fährt und dann...
Cockpit finde ich geil. Aber Beschleunigung tut er, beschleunigen tut er ziemlich gut. Aber die Hupe? Naja, Individualität in puncto Hupe ist nicht vorhanden. Na gut, wenn man denkt, das Spiel ist von 1995, da ist noch nicht so viel mit Individualität. Das wird erst später in den späteren Need for Speed-Teilen geändert. Aber trotzdem, ich find's geil. Schönes Auto. So, wo sind wir? Wir sind Vierter. Wir sind Erster. Ich sehe hier vorne zwei Supras. Dann wäre es dann ganz vorne an der Spitze. Und das Ding hat eine gute... Drei Supras! Ach du Heilige. Sind das so über... Na gut. Ein 2er-Z-Motor in so einem Supra, der haut schon böse rein. Auch in der Serie ist der nicht ohne. Und da gibt es auch noch so Chaoten, die bauen das Ding mit so einem richtigen Turbo auf. Also ein K04-Lader, einen großen Ladeluftkühler vorne drauf, blasen das Ding mit über 3 Bar auf und dann haben die Dinger schon mal 1000 PS. Ist also schon... Gut, klingt witzig, aber ist auch schon ziemlich gefährlich, weil 1000 PS an der Hinterachse, da geht ja der Arsch schon mal weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, ihr zwei. So, was für eine Runde haben wir? Drei? Ja, wir sind in Runde 3. Wunderbar. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Würde man jetzt so sagen. Na komm, na komm. Ich hätte ja eigentlich auch einen Single Race machen können. Dass ich euch mal auch die Cops und den Verkehr zeigen gekonnt hätte. Na gut, machen wir später. Das werden wir später machen. Das ist dann so ein Fehler meinerseits. Wir fahren jetzt mal die Runde fertig und dann fahren wir nochmal in der Stadt rum. Dann zeige ich euch mal in der Stadt nochmal das mit dem Single Race. Oder mit Head-to-Head, weil da kommen dann nämlich die Bullen. Dass ihr das dann auch nochmal seht. Ja, ich glaube, das werde ich so machen. Wupp. Wupp. Oh, wir sind Dritter. Geil. Der X7, der fährt sich relativ geschmeidig, muss ich sagen. Also... Ja, also... Ich komme mit dem relativ gut klar. Muss ich ja mal so sagen, ne? Zwar vermisse ich ein bisschen Musik, aber die habe ich jetzt bewusst ausgelassen hier. Normalerweise läuft die Musik von der CD ab, aber da ich ja im ersten Video gesagt habe, dass ich ja alles von der CD auf die Festplatte mir gezogen habe, dass ich das Spiel überhaupt installieren und spielen kann, ist wahrscheinlich jetzt auch die Musik, vielleicht unterlege ich das noch mit Musik, mal sehen. Ich habe den Soundtrack auf der CD drauf, dass ich da so ein bisschen Musik drauf mache. Aber ehrlich gesagt, braucht man das unbedingt? Ja, wahrscheinlich. Das werde ich wahrscheinlich machen, dass ich da so ein bisschen Musik unterlege von der CD. Dass ich mir da so ein paar Tracks runterziehe und dann die dann unterlege. Ja, ich denke, das mache ich so. Wäre vielleicht nicht schlecht. So ein bisschen leise im Hintergrund. Dass ich da euch nichts vorenthalte. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. So, ich bin wieder zu schnell in die Kurve rein. Aua, ich hab's gut gekriegt, ey. Ja, die haben wir gut gekriegt. Was, ich krieg den Supra da vorne nicht. Der fährt mir davon. Weil er doch ein bisschen stärker ist als mein RX-7. Leider. Ach, macht aber nichts. Dritter Platz ist auch nicht verkehrt. Dritter Platz ist auch nicht verkehrt. Blub, blub, bum, bum, bum.
Spielrunde. 8 von 8. Hab ich doch gelacht. Na komm, ich krieg dich, Freund. Freundchen, ich kriege dich. Sag ich dir jetzt. Wenn ich den jetzt hier endlich mal habe, der fährt mir davon. Den kriege ich nicht. Der ist mir hauchhoch überlegen. Haben wir mal Windschatten? Was? Schon vorbei? Ah! Die Durchschnittsgeschwindigkeit war der Supra-Kollege ein bisschen schneller. Na gut, egal, macht nichts. So. Wir gehen zurück ins Control Central. Central, genau. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir mal den nächsten Aufnahme. Mache ich dann Tournament Klasse B. Und da freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch was und sage Adios.